Wenn die Entwickler ein neues Pack für die Sims 4 veröffentlichen, gibt es ein paar Wochen vorher immer einen großen Trailer, in dem das Pack manchmal nicht ganz realitätsgetreu vorgestellt wird. In diesem Video habe ich mir den Trailer des An die Uni Erweiterungspacks nochmal genauer angesehen und habe mir überlegt, wie ein komplett ehrlicher Trailer von diesem aussehen könnte. Damit ihr das Video besser versteht, solltet ihr euch ebenfalls nochmal den Original-Trailer aus der Beschreibung ansehen. Gemacht? Also dann, los geht's! Wow, was für eine Einleitung! Ich habe ein Stipendium, was man ja sowieso für alles Mögliche bekommt, erhalten. Hatte die schlimmste zufallsgenerierte Mitbewohnerin mit verrückten CC-Outfits und bin vom Campus weggezogen, wohin auch immer in dieser überschaubaren Region. Für den Trailer brauchen wir jetzt noch eine witzige Szene, ein Sim, der mit einer Krabbe herumflirtet, crazy. Es gibt neue Aktivitäten wie ein Ballobjekt, mit dem man nicht viel machen kann, oder dem Roboter bauen. Verrückt, dass ich im Spiel gar nicht so ausdrucksstark reagiere wie in diesem Trailer. Natürlich muss ich die Uni wechseln, um noch mehr Aktivitäten von Brightchester zeigen zu können. Debattieren, ja. Und der Geheimbund, den man nur ganz selten an einem unauffällig auffälligen Ort in der Welt antreffen kann. Oh, ein Hashtag und Instagram bei den Sims? Nur im Trailer. Jetzt der Twist im Video, um das klassische Studentenklischee des plötzlich perfekten Studenten zu erfüllen. Es geht bergauf, mit meiner hip-jugendlichen Ausdrucksweise, die nicht so hundertprozentig authentisch rüberkommt, erzähle ich euch, wie ich es doch noch geschafft habe. Lerngruppen, ein Sim, der sein Kind auf dem Unicampus hat, und Kredite, klassische Studenteninhalte also. Total erwachsen. Gleich wird es aber richtig dreist, die neuen Berufe in den nächsten Szenen sehen auf den ersten Blick interaktiv und spielbar aus. In Wirklichkeit haben diese Szenen aber mal wieder nichts mit dem eigentlichen Gameplay-Inhalt zu tun. Wer kennt es denn nicht, ein Student, der niemals aufhören will zu studieren? Dieses bizarre Bild der tanzenden Lehrerin ist aber schon irgendwie lustig, den ganzen Abend Party? Und auch am Ende des Trailers werden wir wieder mit Animationen beglückt, die es im eigentlichen Pack gar nicht gibt. Wie lange die Leute bei EA wohl an diesen basteln, extra für dieses Video? Das war's mit diesem ehrlichen Trailer. Wie realistisch sind die Inhalte eurer Meinung nach in diesem Trailer dargestellt worden? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Hier links findet ihr nochmal meinen letzten ehrlichen Trailer. Also dann, bis zum nächsten Video.